Schöne Dinge gibt es beim Hamburger Börsentag zu entdecken, so zum Beispiel auch die alten Händlertische. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer, hier hinter uns. Und wen trifft man da in diesen altehrwürdigen Hallen? Natürlich auch den Kollegen Mick Knauf. Und deswegen wollen wir uns auch noch mal ganz kurz unterhalten. Lieber Mick, was treibt dich denn hier zum Hamburger Börsentag? Naja, ich habe ja jetzt alle Börsentage gemacht, die wir in Deutschland haben. Du weißt ja, ich bin ja mittlerweile ein Wanderprediger für die Aktie geworden, für die Aktienkultur vor allen Dingen in Deutschland. Und da ist natürlich auch klar, dass ich mit einer der schönsten alten Börsen wie die Hamburger natürlich ganz und gar nicht links liegen lasse. Und ich bin froh, wenn ich einmal im Jahr hier sein kann, um weiter zu predigen. Denn Aktienkultur, die brauchen wir in Deutschland. So ein Prediger braucht natürlich auch eigene Erfahrungen, damit er dann auch weiß, was er zu sagen hat. Wie legt denn Mick Knauf selbst sein Geld an? Ja, Mick Knauf legt natürlich ganz im Zuge des BaFin an. Wir werden ja etwas mehr überprüfte Börsenkorrespondenten als alle anderen. Das heißt, also ich bin da schon eher konservativ. Ja? Ich liebe Deutschland, ich liebe mein Heimatland und ich bin patriotisch und finde gerade DAX und MDAX-Aktien mehr als sexy. Und wenn man da mal auf 3, 5 Jahre, weil ich mache ja mehr so den langfristigen Vermögensaufbau, natürlich plant, dann kann man sehen, wie schön man zum Teil auch Performance machen kann. Ich hatte heute Morgen noch ein Interview hier auf der Börsentag und da sagte mir jemand, du empfiehlst immer BASF. Da sage ich, das stimmt. Eine BASF mag zwar dem einen oder anderen langweilig sein, hat aber in 20 Jahren 900% gemacht als deutscher langweiliger Wert. Von den Werten hätte ich gern mehr im Portfolio. So eine Langeweile kann uns gut gefallen, nicht wahr? Ja. Aber sieht denn Mick Knauf nicht auch irgendwo mal ein paar Risiken, die man auch berücksichtigen sollte? Oder sagst du dir, naja gut, langfristig wird sich das alles dann in Luft auflösen? Also ich sehe natürlich, ist klar, das Thema Wahl haben wir ja momentan, die politischen Gegebenheiten natürlich, ob nun durch die USA oder vorletztes Jahr durch Europa natürlich auch. Europa hängt natürlich momentan so ein bisschen in den Seilen, muss man fairerweise auch sagen. Und da liegt es nicht nur an Griechenland, da liegt es an Spanien, an Frankreich, an Italien. Die Nullzinsphase, die wir haben, da ist natürlich schon Sprengstoff mit dabei. Aber längerfristig komme ich doch bei der momentanen Nullzinspolitik von Mario Draghi als Mensch, als Kunde und als Vermögender nicht dran vorbei, in Sachwerte zu gehen. Wenn mir jemand sagt, der hat eine Immobilie, dann sage ich, okay, dann bleib dabei. Und wenn er nichts mehr mit dem Aktienmarkt zu tun haben will, dann sage ich, dann bleib bei deiner Immobilie, aber du hast was. Hat er aber gar nichts, dann muss er sich für etwas entscheiden. Immobilie, Aktie fürs Alter, wegen meiner auch 10% Gold, wenn er es denn unbedingt haben will, als sicherer Hafen. Aber von den drei Sachen braucht er auf jeden Fall etwas. Das heißt, aus Mangel an Alternativen gibt es im Prinzip zum Aktienmarkt kaum andere Möglichkeiten, bis auf die, die du genannt hast, im Sachwertebereich, bisschen Gold, bisschen Immobilien, aber Aktien eben als Möglichkeit mit dem größten Sex-Appeal, so will ich es mal sagen. Aber was erwartest du denn vom Aktienmarkt hier in Deutschland jetzt in den nächsten 3 Jahren, sagen wir mal? Also ich denke, mein Gott, selbst wenn wir jetzt durch die Wahl kurzfristig ein bisschen runtergehen sollten. Wir haben hier in Deutschland noch nicht unser Allzeithoch gemacht. Die Amerikaner in dem Jahr schon das Triple bei Dow Jones beim Nasdaq und beim S&P 500. Wir haben noch 2000 Punkte nach oben Platz und das ist noch lange, lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die DAX 30 sind hervorragend aufgestellt. Und wir haben jetzt auch bei Zeiten Quartalsberichtssaison gehabt, wo wir keine schlechten Zahlen hatten. Ja? Also da muss man schon sagen, auf 3 bis 4, 5 Jahre sehe ich den Markt marschieren auf 12, 13, 14.000 Punkte. Kaufst du immer Aktien zu, wenn du mal ein bisschen Geld übrig hast oder wartest du auf Schwächephasen? Wie agierst du so am Markt? Also ich warte ganz klar natürlich auch ein bisschen auf Schwächephasen, aber es gibt so Unternehmen, die kaufe ich, weil ich ganz einfach auch sage, das wird die Zukunft sein. Und da gehe ich wie Warren Buffett vor. Ich kaufe nur Dinge, die ich kenne oder wo ich weiß, dass sie letztlich der Konsument braucht. Henkel zum Beispiel. Gewaschen und geputzt wird immer. Beiersdorf, gecremt, Nivea, Eucerin, La Prairie wird auch immer. Gesund wollen die Menschen bleiben. Fresenius Medical Care letztlich. Das sind doch Werte, die Substanz haben. Ja? Oder die Amerikaner mit einer Procter & Gamble. Gillette, ich muss mich viel rasieren. Pampers, geschissen wird immer. Entschuldigung, das sind doch die ganz kleinen Dinge, wie Warren Buffett es auch macht. Kauf eine Coca-Cola, weil ich sie gerne trinke. Kauf Starbucks, weil ich gern Kaffee habe. Diese einfachen Dinge. Nicht Spekulationen in Rohstoffen, Minerals and Minings irgendwo in Kanada. Nein, nein, nein. Und keine Versprechen von 150%. Die klappen sicherlich nicht.
Das sind ganz wunderbare Beispiele gewesen, aber man darf den Überblick auch nicht verlieren. Wie viele Werte sollten denn in einem Depot maximal sein, dass man da auch noch den Durchblick hat am Ende? Wie wir ja immer sagen, nicht zu viele Eier in einen Korb. 10 bis 12, lass es 15 sein, aber dann ist auch schon Schluss, weil dann verliere ich wirklich irgendwann den Überblick. Und da sollte man auch die verschiedenen Klassen haben. Ich meine, wenn ich Automobile liebe, dann muss ich nicht VW, Daimler und BMW drin haben, dann nehme ich mir eine davon. Das ist bei Technologieaktien, bei Medizinaktien genauso. So, dass letztlich, wenn die eine Branche runtergeht, die andere das ausgleicht. Das ist doch das Schöne. Diversifizieren, das ist doch das Wort. Also ganz herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt die persönliche Anlagestrategie von meinem Kollegen Mick Knauf hier kennenlernen können. Exklusiv fast, muss ich sagen. Wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich und vor allen Dingen bleiben Sie mir und vor allen Dingen Kollege Scholze und der Börse immer gewogen.